Herzlich willkommen, mein Name ist Ben. Schön, heute haben wir eine leckere Dessert. Panna Cotta aus Kokosmilch. Ganz einfach und lecker. So, machen wir jetzt anfangen. Zum Essen Kokosmilch in den Topf geben. Ein bisschen Chilito für die Süßigkeit und Agar-Agar. Und ein Preissatz, das für einen Geschmack Rune. Und Vanillepulver, noch ein bisschen mehr. Und Orang, ein bisschen reiben. Noch ein bisschen Frischgeschmack. Und die Mente, auch ein bisschen reiben. Das Passionfrucht. Mit diesem Fleisch zusammen das innen geben. Passionfrucht schmeckt sehr gut. Das muss immer rühren und ca. 5 Minuten kochen lassen. Jetzt nehmen wir kleine Formen zum Aufwiegen. So, das Füllen muss immer rühren auch und gut zum Teilen. Jetzt lasse ich in den Kühlschrank eine Stunde. Und einen habe ich schon vorbereitet. Jetzt biete ich an. Mit einem Messer geben ein bisschen Luft. Und voilà. Weiter mache ich Mango-Püree. Eine reife Mango. Mango alle kleine Würfel schneiden. Und alle im Bäcker geben. Einfach nur pürieren. Das Püree auf den Teller geben. Weiter schneide ich noch Früchte. Passt auf Mango. Weiter ist eine Kiwi. Weiter kleiner Affe. Nicht ganz druck schneiden, nur oben. Und drehen. Und nehmen Kelle, ein bisschen schlagen und schon raus. So, jetzt kann man essen. Panna Cotta. Flüssig, aber nicht zu süß. Sehr lecker. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.